Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video, wo ich eine Neuerung in HiCard 2024 im Service Pack 1 zeigen möchte. Hier in diesem Video wird es um die Auswahlkriterien bei Kantblechen gehen. Diese wurden jetzt einstellbar gemacht und die Grundeinstellung ist jetzt auf die Stirnseite definiert. Das heißt, bei jedem Befehl, wenn Sie als Beispiel hier auf Länge ändern gehen, wird hier nicht mehr die Längskante genommen, sondern die Stirnseite. In diesem Zuge wurde auch die Auswahl der Stirnkante verbessert. Das heißt, ich habe hier in diesem Bereich eine Überlappung und dies war in den vorigen Versionen leider Gottes immer etwas schwierig zu finden. Deswegen war im Grunde genommen immer die Längskante als Auswahlkriterium definiert. Wenn ich jetzt hier auf die Gärung gehe und ich möchte eine Gärung schneiden, dann sieht man hier, dass die Kante wesentlich einfacher gewählt wird. Und somit kann ich dies wesentlich einfacher definieren und auswählen. Diese Einstellung wurde im Konfigurationseditor hinterlegt und findet man hier im Kantblech Voreinstellungen. Und man sieht hier in diesem Bereich, dass ich hier den Startmodus zwischen Stirnkante und Längskante umschalten kann. Ich persönlich empfinde das wesentlich einfacher auszuwählen, weil ich hier die Stirnkante eigentlich immer die Kante ist, die man verlängern möchte. Und deswegen glaube ich auch hier, dass diese Grundeinstellung wesentlich einfacher zum Verstehen ist als wie die Längskante.